Wir sind wieder mit Stella, der Seelenpferdfrau, unterwegs. Keimling. Keimling? Bist du hier drin in meiner Bude oder was? Hallo, Atul? Hallo? Help, ich muss langsam an den Rechner, aber da liegt was auf mir. Sehr frech. Und es ist nass. Dadurch kam ich drauf und hab Fleur die Pumpschüsse geklaut. Ach so. Ja, Schlingel halt. Du bist ein kleiner Schlingel. Du hast dein Schiff verbessert. Das ist seltsam. Verrat Albert nichts, aber er hat ein paar Bolzen nicht ganz festgedreht. Wahrscheinlich hatte er einfach nur viel um die Ohren. Aber das werden wir gleich haben. Oh, jetzt hämmert er mir das Ding zurecht, oder was? Oh, wow. Was für eine angenehme Überraschung. Lass mal sehen. Junge, das Schiff verfügt jetzt über ein paar tolle Extras. Oh, Junge. Zum einen kannst du ab sofort ganz behütet reisen, ohne dich vor den Gefahren der See fürchten zu müssen. Wenn du mit deiner Karte interagierst, kannst du einfach den Modus für sicheres Reisen aktivieren. Das ist alles. Und keine Sorge, der Modus bleibt nicht dauerhaft aktiviert. Wenn du den nächsten Zielort auswählst, ist er schon nicht mehr an. Ich hoffe, das wird dir helfen. Was gibt's sonst noch? Oh ja, dein Antrieb wurde etwas aufgemöbelt. Das hat er jetzt einfach mal gemacht, indem er den Hammer dreimal draufgehauen hat, ja? Ist so, und es ist so schön warm. Also Flauschis auf einem ist immer gut, ne? Ab sofort kannst du mehrere Zielorte wählen. Ziemlich praktisch. Setz einfach Kurs und entspann dich. Abgesehen davon ist das Schiff einfach nur größer und bietet mehr Platz. Also dann, viel Spaß. So, ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, was mit dem sicheren Reisen gemeint ist. Er hat einfach gesagt, hier, ich habe dir, keine Ahnung, ich habe dir ein neues Windows-Update installiert auf dem alten Ding hier. Du kannst jetzt hier sicher surfen quasi. Das ist irgendwie ein bisschen witzig irgendwie mit der Verbindung. Und ich habe keine Ahnung, was es macht. Ich bin auch nicht sicher, ob es das... Damals war das ja noch nicht die Farewell Edition, das Spiel, als ich das gezockt habe. Ich hatte ja quasi das so quasi zum Release gespielt. Deswegen müssen wir mal gucken, was das ist. Naja, wenn die das bei dir noch nicht mal haben, reicht es, wenn ich in 2 Jahren mal bei mir gucke. Die Kuchen haben sie ja an sich da. Nur halt die Donauwelle, entweder ist die immer schon sofort weggekauft oder die kaufen die nicht ein in den jeweiligen Filialen, was ich frech finde. Ich finde, das ist ein Angriff auf mich. Ich werte das als persönlichen Akt, also als einen Akt der Aggression, wenn der Rewe, sollte er was dafür können, wenn er das nicht selber, wenn er selber absichtlich nicht einkauft, die Donauwelle. Und dann frage ich mich, was falsch ist mit dieser Gegend, dass die lieber Bienenstich und Apfelkuchen einkaufen anstelle von Donauwelle. Aber, wie gesagt, vielleicht ist die auch einfach immer schnell ausverkauft. Und es gibt immer nur eine Torte oder so. Oder einen Kuchen. Ah, ist sicher. Das ist sicheres Reisen. Aber... Ach, dann werden die diese Stellen hier ausgeschaltet. Da müsst ihr nicht... Ah, dann muss man nicht durchs Unwetter fahren, wenn man einfach nur mal eben irgendwo hin will. Ah, das ist natürlich cool. Oder wenn es Leuten zu unangenehm ist, da durchzufahren. Das kann natürlich auch sein, ne? Cool. Okay. Ich mach's aber gerne. Wir brauchen die Ressourcen auch. Mich stört's nicht. So, ich guck mal eben. Passt das mit dem Sound eigentlich so? Ich glaube schon, ne? Der Grundsound ist doch relativ laut schon. Ah. Einfach alles wie 50 Almans beim Einkauf, ja? Heute kommt mein Buchweizentee. Oh, lecker. Lecker. Ich habe mir meinen halt auch schon hier bereitgestellt. Den werde ich mir zwischendurch bestimmt reindübeln, sobald ich meinen Kakao ausgetrunken habe. So, da ist der Händler gerade. Ich muss mich jetzt nämlich erstmal kurz kondensieren. Also wir können jetzt auch mehrere Ziele anfahren, meinte er, ne? Das heißt, ich kann mir so eine Route bauen, oder was? Ach so, apropos. Ich muss aber kurz mit Albert reden. Ich glaube, wir müssen uns einen Briefkasten bauen, ne? Da muss ich mal eben schauen. Das ist aber ein schöner Garten. Klopf, klopf. Wer ist da? Anna.
Anna, wer? Ananas. Das war keiner davon. So. Okay, er hat mich für meinen Garten gelobt. Achso, genau. Ich wollte ja nur gucken, was wir für den Briefkasten brauchen, ne? Leinenfaden und Ahornbretter. Gut, dafür brauchen wir aber andere Werkstätten. Das ist ein Finanzhai bzw. Kredithai, ja. Eigentlich ist er hier der Werftmeister. Aber er ist nicht gerade billig. Es gibt hier den Kredithai bzw. den Finanzhai. Und dann gibt es noch den Ramschpanda bzw. den Trashpanda. Den gibt es auch. Das ist dann so ein Händler, der uns erst alles zu Wucherpreisen verkaufen wollte, bis Gwen mit dem geschimpft hat. Ja, und der Hai hat jedes Mal, wenn wir ankommen, hat der neuen Wortwitz für uns. Jedes Mal. Ist großartig. Gutes Spiel. Ja, definitiv. Das Spiel ist wirklich toll. Das war jetzt aber der erste Knock-Knock-Witz in dem Game. Ihr fehlt nur echt noch die Einrichtung, ne? Boah, das stelle ich mir eigentlich... So einerseits finde ich das voll beklemmend, hier oben so ein Bett zu haben. Ne, dass so ein Räumchen oder so ein Abschnitt komplett nur aus Bett besteht. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie cool, ne? Schon mal Lost in Random gespielt, das hat auch so viele Puns. Und die fand ich sogar da schlecht. Lost in Random habe ich noch nicht gespielt. Wollte ich vielleicht irgendwann mal machen. Weil das, ich hatte ein bisschen was davon gesehen und es sah aus wie so ein Fiebertraum, der mir gefallen könnte. Und das ist ja im Game Pass. Also wenn Lyra sagt, dass sie selbst sie gewisse Wortspiele in einem Spiel oder so schlecht findet, das heißt schon was. Das heißt schon was. Schlimmer als Snacks, Bugs kann es eh nicht werden. Bugs Snacks meinst du, ne? Aber Bugs Snacks, das war auch einfach ein wandelnder... Es war ein Fiebertraum. Das stimmt. Also, den Fiebertraum von Bugs Snacks so ehrlich zu übertrumpfen, da muss erstmal ein Spiel kommen. Das schafft auch hier dieses High on Life oder so. Oder generell diese Spiele, die so, wo dieser Rick and Morty Creator mit dabei ist, ne, der Zeichner. Das schaffen die alle nicht. Das ist einfach, das ist ein anderes Level von Absurd. Bugsnacks hat einfach... Ist schwer zu toppen. Wird schwer zu toppen. Bugsnacks war literarisch wertvoll. Absolut korrekt. Es war einfach... Bugsnacks war eine Erfahrung. Hatten wir das als Highlight? Ich habe das gar nicht in meine Highlight-Liste mit aufgenommen, ne? Eigentlich war es schon ein Highlight. Aber ich glaube, ich habe zu viel Angst vor Bugsnacks und ich glaube, deswegen habe ich sie nicht als Highlight aufgeschrieben. Der Sandwich und das Füßler, ja. Wir gehen nicht inhaltlich auf Bugsnacks ein, ne? Nicht inhaltlich drauf eingehen. Das ist, das wollen noch einige spielen. Aber es war schon echt cool. Ich habe nichts zu tun. Herzlichen Glückwunsch, Arthur. Aber ich stecke voller ungenutzter Energie. Ich muss an irgendwas herumwerkeln. Würdest du mir einen Gefallen tun? Du warst schon immer meine Lieblingsnichte, das weißt du doch. Ich brauche einen Ort, an dem ich meine Energie bündeln kann. In einem Sägewerk. Ja. Hier fehlen nur ein paar wichtige Komponenten dafür. Materialien. Aber die findest du sicher auf den Inseln der Umgebung. Ich verlasse mich auf deine Hilfe. Du möchtest doch sicher nicht, dass dein alter Onkel auf Deck schlafen muss. Ja, weiß ich nicht. Wie sein Bauchi wobbelt. Oh, das ist so süß animiert. Das ist so cool gemacht. Strobi. Alter, Bugsnacks, ey. Das war schon cool. Einfach dieser Gaming-Trope, dass die NPCs nichts alleine machen können. Die sind halt alle tot. Die können generell nicht mehr so viel machen.
Oh, sammelt ja nicht selbst dein Zeug. Obwohl, er, ja, stimmt schon. Er, ich meine, wir sind hier in der Zwischenwelt. Oh. Das ist ein Argument. Nein, also tatsächlich, wir befinden uns in der Zwischenwelt. Wir sind halt die Seelenfährfrau und geleiten diese ganzen Seelen hier. Auf, hör mal auf zu slappen, Alter. Das irritiert mich mega. Wir führen halt die Seelen auf die andere Seite, ins Jenseits. Und bisher mussten wir noch niemanden verabschieden. Aber im Grunde, er könnte durchaus hier frei rumlaufen und selber seinen scheiß Holz und sowas holen, ne? Durchaus. Wenn er so viel ungenutzte Energie hat, warum nutzt er sie denn nicht, um sich selber die Materialien zu sammeln? Ja, ihr habt schon absolut recht. Ihr habt recht. Ich glaube, ich bin zu ergeben immer teilweise in Spielen mittlerweile. Diese Animation finde ich irgendwie eklig gerade. Sieht aus wie Wackelpudding. Magst du keinen Wackelpudding? Ich mag Wackelpudding auch nicht so gerne. Es wäre okay für mich, wenn du da ehrlich bist. Oder? Ja, oder? Ach, das wird wieder eine weirde Stelle hier, das alles zu schneiden, ey. So. Also, die stehen da jetzt rum. Gwen ist die Einzige, die halt ein Haus hat. So, es ist Nacht. Deswegen können wir gerade nicht reisen. Wo fehlt... Meine Tageszeit ist irgendwie weg. Die wird irgendwie gerade nicht angezeigt, oder? Na gut, wir gehen mal schlafen. Irgendwie war die Tageszeit nicht mehr da. Wer habe ich das User-Interface gerade versehentlich irgendwie ausgeblendet? Ich meine eher vom Verhalten. Es wackelt mir zu sehr. Ja, normalerweise würde man den Screen jetzt auch nicht wie ich da ewig so so angucken, glaube ich. Das war jetzt natürlich nicht so nice. Althafen. Waren wir hier schon? Nee, ne? Muss man da hinreisen. Dum, dum, dum. Flop. 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 Mhm. Na, du sollst eigentlich erstmal was anpflanzen hier. Gießen können wir gleich. Wir müssen gleich noch die Katze knuddeln. Katzer knuddeln ist wichtig. Komm her, Schmuserkatzer. Wie ging das nochmal? So. Oh. Süß. Das Spiel ist einfach viel zu wholesome. Knuddel hat Priorität, richtig. Wir müssen die anderen halt auch noch hier füttern und so. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, der hat mir meinen... Ah, ich habe LB gedrückt. Damit kann man das oben nämlich ausblenden. Das finde ich aber ganz cool, dass man quasi das Ganze... Ich meine, das Spiel hat ja eh keinen wirklichen HUD. Und nur die Uhr und dann halt die eine Anzeige, wenn man navigiert mit dem Schiff. Damit man weiß, wann man ungefähr da ist. Und ich finde es gut, dass man das auch komplett ausblenden kann, dass du halt einfach dich quasi wirklich hier komplett frei bewegst. Wir können es auch eigentlich auslassen. Erstmal. Ist vielleicht sogar noch ein bisschen schöner. Und wenn ich die Zeit haben möchte, dann kann ich die auch immer noch einblenden. Warum sind die so müde? Ey, die sind noch nicht aufgestanden. Schon voll über der Zeit hier. So. Du brauchst was zu essen. Atul mochte ja alles. Den können wir alles in den Rachen schieben. Darauf hat er auch richtig Appetit und wir wollen knuddeln. Na, na, ist das süß. So, wie sieht es mit euch beiden aus? Ihr braucht auch Futter, ne? Gwen. So, Gwen mochte... Ich glaube, zuletzt haben wir ihr sogar Kaffee gegeben, ne? Gegrillter Fisch. Ja. Das ist okay. Und knuddeln. Ja. Ich finde Gwen so hübsch mit ihren leuchtenden Augen. So, und dann haben wir dich noch. Summer, genau. Summer auch ein bisschen am Verhungern.
So, die braucht definitiv veganes Essen. Schalentiere sind definitiv nicht vegan. Wir hätten Popcorn oder gegartes Obst. Ich versuch's mal mit dem gegarten Obst. Okay, das hatte sie erst. Nee, dann kriegst du Popcorn. Imagine, du kriegst Popcorn zum Abendessen, ey. Einfach, du kriegst... Hier, bitteschön. Hier, ich gebe dir Luft. Ich gebe dir Luft zum Atmen und zum Essen. Ich hatte richtig Hunger, das tut mir leid. Du wirst weiterhin verhungern. Greta Fisch. Einfach meine Essensgewohnheiten. Was, gegartes Obst und Popcorn? Achso, ich habe sie gerade schon umarmt, ne? Hab gerade nicht aufgepasst. Hab gerade den Chat gelesen. Weiß gar nicht, was ich. Eigentlich weiß ich eh nicht, was ich tue. So, ich guck mal, weil ich glaube, ich habe genug Holz. Wir brauchen das Sägewerk, ne? Gießerei, Sägewerk. Für Sägewerk brauchen wir aber Leinenfäden. Für Leinenfäden brauchen wir aber den Webstuhl. Für den Webstuhl brauchen wir Quarz. Ja, gut. Hat sich dann auch wieder erledigt. Das heißt, wir müssen erstmal Materialien sammeln. Aber ich würde ganz gerne erstmal die Insel anschauen hier. Die Katze! Die Katze ist lovely. Ente, es gibt eine Kuschelanimation mit der Katze, warte. Guck sie dir an! So süß! Sie umarmt die richtig. Das ist einfach die schönsten Sprites, ey. Die existieren. Und was noch richtig toll ist, ich werde Ente jetzt richtig glücklich machen, man kann mit der Katze ins Wasser. Aber Daffodil bewegt sich ein bisschen anders fort auf dem Wasser. Diese Kugel ist quasi eines unserer Steuerelemente für das Schiff. Das ist so süß. Und sie guckt halt auch noch so ein bisschen panisch nach unten ins Wasser. Und das ist so cute. Einfach Jesus-Katze, aber hallo. Sie rollt halt auf ihrer Kugel durch die Gegend, die sie halt mit sich rumträgt immer. Ja, das Spiel hat halt einfach so liebliche Details. Man muss es einfach lieben. Der Schwanz auch einfach. Ja, er ist so buschig und flauschig. Ja. Ja, und man kann es im Koop spielen, ne? Also du könntest jetzt keinen Online-Koop leider, aber man kann halt als Katze mitlaufen, dann im lokalen Koop. Das geht auch. Das Spiel ist ja kein richtiger, es ist halt irgendwie so ein bisschen Plattformer, aber du hast jetzt keine, jetzt ja nicht so krasse Jump-and-Run-Passagen oder sowas, aber man läuft dann halt einfach mit. Man kann quasi zu zweit diese Geschichte einfach erleben. Das ist schon schön. Der alte Kater hält die Klappe, aber nur, weil ich immer noch unter der Decke bin. Diese Mietze, ey. Der Grumpy Jack. Hieß doch Jack, ne? Der Kater? Oh, die Katze schläft. Oh, süß. Ja. Reingepinnt. Willkommen, willkommen. Wir sind der Verein zur Erhaltung Hummingbirds. Gegründet von... Nun ja, mir. Ich hatte es satt, untätig herumzusitzen. Mein Name ist Jabari Simmons und ich glaube an Sauberkeit. Okay, Jabari, der an Sauberkeit glaubt. Wie sie auch einfach umfällt, ja. Ja. Daffodil heißt das süße Flauschding. Ich glaube, es ist sogar ein Kater. Sie hatten den, glaube ich, mal mit R bezeichnet. Ich glaube an ein sauberes Hummingbird. Deshalb bin ich mit anderen Freiwilligen hier. Wir möchten diesen Hafen wieder herrichten. Oh, Jenny! Irgendwie, okay, Raid heute verzögert. Jenny, vielen lieben Dank, oh mein Gott! Ihr schönen, schönen Chaoten, hallo, willkommen, Lado! Hallo, Jenny, ich danke dir für deinen Raid und, dass du mir hier deine Leute anvertraust. Hallöchen, cooler Ninja, hallöchen, willkommen, Terakosai, hallo, willkommen, willkommen. Euch auch einen wundervollen Dienstag, hallo. Willkommen bei diesem, hier in diesem Stream und bei diesem wunderschönen Spiel Spiritfarer. Hallöchen. Muss aber direkt los, Kind von Kita abholen. Hab's euch lieb. Alles klar, viel Erfolg dabei. Und kommt gut heim, ihr beiden.
Und Dankeschön nochmal. Können wir einmal einen Shoutout haben für die liebe Chaoskopf Jenny? Das wäre ganz, ganz lieb. Ist auch von mir eine große, große Empfehlung, ihr auf jeden Fall auch zu folgen. Bin ich auch öfter mal im Lurk. Und super, super cuter, lieber Mensch. Hallöchen, Trimi, willkommen. Hallöchen. Ja, hi. Ich stelle dich mal kurz vor, ich bin Lizzie und wir spielen ja heute das wunderbare Spiritfarer. Wir wollen später nochmal mit Cloudpunk anfangen. Das wird, glaube ich, auch ganz toll. Und ich spiele unglaublich gerne Indie-Games. Also zurzeit haben wir halt auch Witcher 3 auf dem Zettel. Witcher 3 spiele ich auch super, super comfy, glaube ich. Also Witcher 3 ist echt so mein, auch so für mich ein totales Cozy-Game, witzigerweise. Weil ich mir da ewig die Landschaft angucken kann. Witcher 3 ist so eines der einzigen Blockbuster, die wir aktuell so spielen. Ansonsten gerne auch mal Minecraft oder ganz selten packe ich auch mal Sims aus. Aber ansonsten, großer Hauptteil neben diesen drei Ausnahmen sind eigentlich einfach Indie-Games. Ich liebe, liebe Indie-Games. Wenn es ein Farming-Game ist, dann hat es mich meistens schon direkt abgeholt. Jenny ist ja auch so ein Stadio-Suchti, ich genauso. Und mir, keine Ahnung, ich lasse kaum ein Farming-Game aus, was mir. Also ich nehme jedes Farming-Game eigentlich, was mir vor die Flinte kommt. Aber ansonsten Indie-Games, das dafür steht dieser Kanal eigentlich überwiegend. Weil nichts ist so vielseitig wie Indie-Games, finde ich. AAA-Games geben einem da mittlerweile nicht mehr so viel, finde ich. Oder mir zumindest nicht. Klar, Lizzie, die Landschaft gibt's doch zu, dass du nur Geralt auf den Porsche schauen willst. Nee, tatsächlich, also maybe, du musst nicht immer alles von, ne, du musst nicht von dir auf andere schließen. Also ich glaube, wenn hier jemand auf Geralds Porsche schaut, dann sind's maybe und Annie. Tatsächlich, ich weiß nicht, ich gebe nicht so viel auf Pixelhintern. Ja, ich fühle das immer nicht so. Aber es ist okay, wenn andere daran Freude haben. Nicht umsonst haben wir hier unser Horny Jail. Trimmy, ich danke dir sehr für deinen Follow. Vielen lieben Dank. Und Pixelore, auch dir danke für den Follow. Macht's euch hier bequem. Euch alle. Euch allen macht's euch hier allen bequem. Sprachen lernen Bubble. Das würde ich nie tun. Ja, 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 ja. Ah ja. Also das Horny Jail steht immer offen, ne, für dich. So, wir sind hier gerade auf einer Insel angekommen, auf einer kleinen. Und ich weiß nicht, der Typ, also Jumbai, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht verkackt, hat sich gerade vorgestellt und gesagt, er oder sie würde an Sauberkeit glauben. Okay. So, und sie möchten den Hafen wieder herrichten, erzählt er gerade. Der benötigt dringend einen neuen Anstrich, um ihn wieder zum Glänzen zu bringen. Früher war hier ein altes Schiff festgemacht. Mit den Materialien hätten wir diese Häuser wieder aufbauen können. Aber irgendwer scheint es gestohlen zu haben. Leute machen manchmal dumme Sachen. Wir suchen immer nach Freiwilligen, falls du aushelfen möchtest. Oh, das kann ich sehr gerne tun. Das mache ich gerne. Oh, apropos, falls ihr generell so auf, weiß ich nicht, so auf Geschichten steht oder auf Podcasts steht oder whatever. Ich habe halt auch einen Podcast. Allerdings ist es nicht so, dass ich da jetzt über irgendwelche Gaming-Themen per se quatsche oder so, sondern es ist einfach, dieser Podcast ist einfach so mein Herzensprojekt, so ein kleines, so ein nebenbei Herzensprojekt. Ich lese dort die Bücher von aus Skyrim, also quasi alle Bücher, die man so in Skyrim finden kann, lese ich halt vor, auch auf Deutsch, dass sie die zum Einschlafen, also die sind halt absichtlich auch ein bisschen möglichst mit angenehmem Tempo gelesen, damit ihr die auch vielleicht zum Einschlafen hören könnt. Oder halt generell auch meinetwegen zum Putzen nebenbei oder weiß ich nicht. Gibt ja viele Zwecke, wie man sich Geschichten vorlesen lassen kann. Und da sind mittlerweile auch schon 4 Folgen draußen. Das ist halt noch ganz, ganz jung, das Projekt. Ist halt auch erst einen Monat alt. Freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da reinhört. Findet man sowohl bei Spotify, aber halt auch auf meinem YouTube-Kanal. Da kann man sich die halt auch anhören. So, genug Werbung von mir. Reicht jetzt auch. Zuerst einmal möchten wir einfach nur diese Kisten aus dem Wasser holen. Machst du mit? Aber sicher doch, du bist ein Mensch der Tat. Ach so, oh, jetzt haben wir quasi gerade drauf reagiert, ne? Aber sicher doch, du bist ein Mensch der Tat. Ja, können helfen. Guck mal, Daffodil hat sich auch schon schlafen gelegt, hat auch schon keinen Bock mehr.
Na, komm mal mit. Hallo. Dieser Job ist so übel. Ich weiß nicht, warum ich hier arbeite. Ja, vor allem bezahlt er wahrscheinlich nichts, oder? Kann ich mir vorstellen. Kriegt wahrscheinlich nicht mal was. Hallo. Hier ist es total verdreckt. Kaum zu fassen. Na gut, dann gucken. Können wir vielleicht... Ich weiß nicht, ob man da... Okay, da kann man nicht drauf springen. Das ging nicht. Warum sagt er eigentlich gute Arbeit? Ich spreche nochmal mit ihm. Das war super. Wir werden weiter streichen, diese Flecken beseitigen. Die Mülltonne dort werden wir wohl verschwinden lassen. Ich glaube, ich habe da drin ein Opossum gehört. So läuft es manchmal eben. So geht es hier Tag aus, Tag ein. Reparieren, restaurieren, repetieren. Das ist unser Motto. Die drei R des Vereins zur Erhaltung Hummingbirds. Hoffentlich verwendet sonst niemand dieses Motto. Aber zurück an die Arbeit. Hier ist eine kleine, aber äußerst wichtige Einkaufsliste. Wenn wir das alles bekommen, können wir dieser Schönheit zu ihrem wohlverdienten Glanz verhelfen. Nochmal danke für deine nette Hilfe. Ich habe doch gar nichts gemacht. Wir sehen uns. Ich hab doch nichts gemacht. Ey, ich bin einfach nur da. So. Ich glaube, wenn wir das repariert haben, dann kommen wir wahrscheinlich auch in die Häuser rein, um den Kram zu looten, ne? Gut, ich guck mal, was wir brauchen. Verbesserung. Handwerker? Nee. Genau, das sind die Verbesserungen an sich. Ah, da ist auch der Briefkasten mit bei. Wir hätten gar nicht bei zu ihm hinfahren müssen und gucken müssen. Schabernack. Das heißt einfach Schabernack. Die Nebenaufgaben heißt einfach Schabernack. Wie cute ist das denn? Da sind sie wieder, die zufällig fertig geschriebenen Listen. Ja, genau. Genau. Die haben einfach schon so einen ganzen Stapel an Listen vorgedruckt. Genug Schabernack. Ja. Eichenbretter, Klebstoff und Seidenfäden. Okay, das sind Sachen, das wird dauern. Das dauert. Da kommen wir noch nicht ran. Aber ist nicht schlimm. Wir sind ja eh auf der Suche nach Ressourcen. Wobei wir die wahrscheinlich alle, die müssen wir alle verarbeiten. So ist es gerade Nacht. Ich würde mal was in die Pfanne schmeißen. Kochen. So. Und dann gehen wir schlafen. Das kocht einfach über Nacht. Eine Küche unbeaufsichtigt lassen über Nacht, auch kein Problem. Gar kein Thema. Und dann können wir gleich navigieren. Im Dunkeln können wir halt immer nicht navigieren, das geht halt nicht. So, perfekt. Siehst du, ich habe ganz vergessen zu fragen, was die liebe Jenny eigentlich gemacht hat. Hat sie wieder Stardew eigentlich weitergespielt? Oh, der Zwiebelmann ist da. Wartet mal, dann lass uns da mal hindüsen. Muss auch irgendwann mal wieder Stardew anpacken. Aber momentan ist unser Plan so voll mit geilen Games. Dass ich gerade ein bisschen priorisiere. So. Was sind denn so deine persönlichen Vor- und Nachteile des Streams? Oh, das ist eine wilde Frage. Also Vorteile... Ich überlege gerade. Fangen wir erstmal mit den... Ich würde mal mit den Nachteilen anfangen. Also Nachteil ist halt, dass man sich über viele Sachen halt echt Gedanken machen muss, finde ich. Oder sollte. Und man kann sich auch viele Gedanken über alles machen. Was halt mal auch dazu führt, dass man sich selbst vielleicht auch ein bisschen übernimmt und overwhelmed. Überleg gerade, was ist denn wirklich etwas, wo ich persönlich sage, das ist für mich jetzt ein Nachteil. Da kann man wahrscheinlich auch grundsätzlich mal drüber sprechen, was es für Nachteile gibt beim Streaming. Also bei mir ist der Nachteil beim Streamen, dass ich zum Beispiel... Also es ist nicht wirklich ein... Es ist kein Nachteil in dem Sinne, aber etwas, wo man aufpassen muss. Halt, ich laber ja nicht so offen rum, wo ich wohne oder so. Ich gebe mal, manchmal rutscht es mal so raus oder manchmal, ich muss immer ein bisschen vermeiden. Ich sag mal so, ich muss immer darauf achten und vermeiden,
dass ich zu konkret sage, wo ich jetzt irgendwie lebe oder so. Einfach um mich selber zu schützen. Irgendwo. Das ist halt immer manchmal so ein bisschen anstrengend. Aber das geht irgendwann einfach so ein bisschen über. Also man gewöhnt sich halt irgendwann dran, entsprechend auch zu sprechen. Das geht aber auch um andere Sachen. Also allein schon, wenn ich jetzt irgendwie sage, ey, ich war einkaufen, dass man halt darauf achtet, oder ich achte sehr darauf, wie ich dann das erzähle, damit man nicht darauf schließen kann, wie weit etwas von mir weg ist oder wie nah etwas an mir dran ist oder so. Ich finde, da kann man schon sagen, das ist so ein Nachteil, weil man irgendwo ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Egal, ob man jetzt ein kleiner oder ein großer Streamer ist. Weil ich habe auch mit weniger Viewern halt schon negative Erfahrungen machen müssen. Dann generell Nachteile sind halt eben auch so, gerade als weibliche Person, ja, sexistisches Gelaber, da muss man lernen, mit umzugehen. Das ist irgendwo ein Nachteil. Aber ich glaube, man kann auch irgendwo sehr daran wachsen, indem man halt dann versucht, einen Umgang damit zu lernen. Was einen dann wiederum ein bisschen stärkt. Was aber nicht heißt, dass das die Sachen cool macht. Und ich wünschte auch, sie wäre nicht da. Aber das sind so, finde ich auch trotzdem, kann man irgendwo schon als Nachteil eher sehen. Du wirst halt als weibliche Streamerin sehr viel mit Sexismus konfrontiert. So, mit dir wollte ich reden. Falls du irgendwelchen alten Kram hast, ich bin immer interessiert. Vielleicht könnten wir sogar tauschen. Du gibst mir deine nutzlosen Dinge, ich gebe dir meine. Schon der Gedanke an neue Kuriositäten macht mich ganz schwindelig. Ich habe meinen Bestand schön in Besorgung aufgeteilt. Seh dich ruhig um. Ah, das mit den Besorgungen ist jetzt neu. Dann kann der nämlich für uns... Ich glaube, wir können... Genau, ihm Sachen bringen und dann gibt er uns dafür Stuff. Zum Beispiel 2000 Glims. Und wir haben das Zeug da. Wir haben gegartes Obst, wir haben gegrillten Fisch und gegrilltes Gemüse. Das gebe ich ihm mal. Und jetzt kriegen wir 2000 Glims. Errungenschaft freigeschaltet, Affengrundlagen. Das ist ein Affe? Aber er sieht aus wie eine Zwiebel. Das ist ein Zwiebelaffe. Das ist ein Zwiebelaffe für mich. Okay, es ist ein Affe. Aber stimmt, von den Ärmchen her sieht es schon so aus, ne? Hallo Sonny, dir auch frohes Neues. Kann ich mir gut vorstellen, dass man voll aufpassen muss, was man sich von sich revealt. Ja, das auch. Das ist manchmal sehr nervig. Manchmal ist es sehr anstrengend, so drumherum reden zu müssen. Kommt halt immer drauf an, worüber man redet. Mittlerweile habe ich mich ja sehr dran gewöhnt, aber ich streame jetzt halt auch schon 4 Jahre. Oder fast 4 Jahre. Kommunikationsmäßig meinst du, also wenn man voll die Verantwortung hat, weil so viele zuhören. Das halt eben auch. Also einmal der Punkt, dass man nicht revealt, wo man lebt. Das ist halt manchmal anstrengend zu verschleiern. Es wäre halt schöner, wenn man einfach so salopp vor sich hinlabern könnte. Aber du wirst halt nicht nur als Frau irgendwie schnell Ziel von irgendwie Stalking oder anderen Angriffen. Also seien es auch nur verbale Angriffe oder Bedrohung irgendwie, ne? Generell dann noch Sexismus ist halt auch so ein Nachteil. Es ist halt sehr anstrengend als Frau teilweise. Als Frau im Internet ist es aber generell anstrengend. Oder als weibliche Person im Internet ist es generell anstrengend. Man muss halt lernen, damit irgendwie umzugehen. Was nicht heißt, dass man es einfach ertragen muss. Ein dritter Punkt wäre dann eben zum Beispiel, dass man an seine Verantwortung denken muss und an seine Vorbildsfunktion. Auch als 5-Viewer-Streamer hast du eine Vorbildsfunktion irgendwo, weil dir gucken gerade Leute zu und eventuell sind sie jünger als du. Und wenn du dann da halt sitzt und, keine Ahnung, eine wirklich Zigarette nach der anderen rauchst oder so, musst du damit rechnen, dass du die Leute irgendwo beeinflusst. Also du kannst einen sehr negativen Einfluss auch auf andere Menschen haben. Auch in der Art, wie du mit Leuten redest und umgehst, kann es sein, dass du denen gewisse Umgangsformen nahe bringst, die nicht okay sind. Und deswegen achte ich halt immer sehr auf meine Sprache und versuche es möglichst. Aber gleichzeitig habe ich auch keinen Bock, Arschlöchern in den Arsch zu kriechen. Deswegen gibt es dann halt von mir auch gerne mal mal Kante, so, ne? Wenn mich jemand anpisst, so, dann finde ich, habe ich auch gut das Recht, sofern es nicht unter eine gewisse Gürtellinie geht oder einfach nur beleidigend wird, finde ich es auch okay. Es ist auch immer wichtig, Konter zu geben. Also du musst lernen,
leeren Konter zu geben. Allerdings, das ist eigentlich auch wieder was Positives, weil das hilft dir auch im echten Leben ein bisschen weiter. Also im Real Life hilft dir das auch ein bisschen weiter, wenn du Kante zeigen kannst und auch mal Nein sagen kannst zu Dingen. Ich weiß ja nicht, wie das bei den anderen Streamenden ist. Ich glaube, die meisten sind halt gerade im Lurk, also fühlt euch nicht gezwungen, irgendwie mitzudiskutieren. Aber wir haben ja hier ein paar Streamenden in der Community. Würde mich auch mal interessieren, was so deren Vor- und Nachteile sind. Überleg gerade, was wäre denn noch so ein krasser Nachteil? Ja, da muss man echt aufpassen. Soll ich hier so einen seltsamen Samen kaufen? Die sind aber ganz schön teuer. Keine Ahnung, ich kaufe den mal. Ich glaube, ich habe letztes Mal Schnei gekauft, ne? So, den Rest können wir verkaufen, glaube ich, ne? Ich habe doch hier so ein bisschen Schmuck, oder? Ah, ne. Kann sein, dass wir schon einiges verkauft haben letztes Mal. Moment mal. Ne. Gut. Warte mal, er will noch irgendwas hier. Alter, ich versuche die gerade anzuvisieren. Du hast deine erste Besorgung erledigt. Was für eine prächtige Ausbeute. Es gibt noch viel mehr zu tun, wenn dir danach ist. Ich bin immer in der Nähe. Okay, ich muss mir mal einen Streammarker machen, damit ich irgendwie klarkomme gerade. Gut, also es muss aber auch jeder selber für sich entscheiden, wen man als Vorbild nimmt oder halt auch, was man von wem lernen will. Ah, so einfach ist das nicht, Sonny. So einfach ist das nicht. Als junger Mensch entscheidest du ja nicht, wer dich beeinflusst, sondern die Person beeinflusst dich dann einfach. Das entscheidest du ja nicht selber so wirklich. Und deswegen ist es wichtig, sich darüber bewusst zu machen oder sich dessen bewusst zu machen, dass man eben für manche eine gewisse Vorbildsfunktion hat, beziehungsweise eine gewisse, gar nicht unbedingt, dass man direkt zum Vorbild wird, sondern aber man lebt was vor. Und ich finde, deswegen muss man sich bewusst sein. Aber es gibt halt viele Streamende, die halt da null drauf achten. Und ich versuche das halt, indem ich zum Beispiel auf sensible Sprache achte. Oder auch, dass einfach möglichst viele Menschen angesprochen werden von mir und nicht einfach nur so, ich sag mal, classy, binäre Menschen. So, ich möchte halt irgendwie jeden und jede mit einbeziehen, irgendwie in meinem Sprachgebrauch und... das ist mir halt ultra, ultra wichtig. Gleichzeitig ist es aber halt auch ein bisschen, klar, kostet es auch manchmal Energie, aber irgendwann und mittlerweile ist es halt eigentlich schon in meinen normalen Sprachgebrauch auch mit übergegangen. So. Ich gender auch privat in den meisten Fällen. Also manchmal rutscht es mir halt auch ungegendert raus, aber dann rede ich eh mit einer Person, wo man dann trotzdem in einem Konsens ist. Aber an sich gendere ich auch privat. Zum Beispiel. Was natürlich gefestigt wird dadurch, dass ich streame. Weil ich halt sehr viel gendere, während ich auch teilweise genderfreie Sprache verwende, die während ich streame halt. Sowas muss ich noch lernen, Nein zu sagen. Ich finde dich toll, bin froh, dass du streamst. Na, danke schön, Sonny. Sonny, streamst du auch? Oder generell meinst du mit dem Lernen, Nein zu sagen? Das ist halt echt immer schwierig. Man hat halt immer Angst, schlecht dazustehen oder Menschen zu enttäuschen, wenn man Nein sagt. Beim Streaming ist es oft so dieses, einfach auch mal bestimmt zu sein, auch mal... Gerade Konflikte. Konflikte sind so ein schwieriges Thema beim Streamen. Da muss man halt immer so einen Weg für sich finden, wie man damit umgeht. Das ist immer richtig schwierig. Das ist, glaube ich, auch das, was am längsten dauert mitunter. Kommt aber auf den Typ an, also wie man so drauf, selber so drauf ist und was für eine Erfahrung man gemacht hat, glaube ich. Aber Konflikte, Diskussionen, wie man die vernünftig führt und so, wenn man sie dann führen möchte im Stream... Ja, da muss man schon sich sehr weiterentwickeln dann für, beziehungsweise da einen Weg finden. Hallöchen Ole, hallo. Wenn ich andere Streamer konsumieren würde, würde ich mir auch Gedanken um meine Ernährung machen.
Mein Stream macht dick. Ihr kauft euch ständig irgendwelche Sachen, mit denen ich euch influence. Nein, so schlimm ist es, glaube ich, gar nicht. Was so Food angeht, influence ich euch nur in Sachen so Hauptgerichten, glaube ich, ne? Hauptmahlzeiten. Ansonsten Kakao. Habt noch nicht so viele Safe Spaces gefunden, egal ob IRL oder online. Aber gerade hier oder Julians Community, genau so sind genau solche Orte, an denen ich mich sicher fühle. Also auch danke dafür. Na, das freut mich, Panda. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Das ist sehr schön. Das soll auch immer so sein. Und wenn mal irgendwas sein soll, nicht so sein sollte, dann sagt mir das gerne oder den Mods oder so, wenn irgendwas ist. So